ihr seid die besten Eltern für eure Kinder. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seht, ich bin im Büro und ich bin alleine hier. Alex ist mit unserem Sohn oben, denn ab heute startet unsere neue Routine, beziehungsweise ab dieser Woche möchten wir gerne so wieder ein bisschen in einen halbwegs geregelten, ich will nicht mal sagen geregelten, halbwegs geregelten Arbeitsalltag zurückfinden. Und ich habe ihn immer morgens, weil er und ich ein bisschen länger liegen bleiben. Währenddessen steht Alex schon mal auf, macht ein bisschen was im Haushalt, arbeitet schon mal ein bisschen was. Dann frühstücken wir gemeinsam und dann habe ich die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen zum Zeug erledigen. Währenddessen passt Alex auf und nach dem Mittagessen machen wir entweder was gemeinsam oder Alex arbeitet. Das machen wir immer so ein bisschen tagesabhängig, je nachdem was ansteht. Wenn beispielsweise Alex so große DIY-Projekte hat, dann ist ja klar, dass er viel mehr Zeit braucht als ich für seine Geschichten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir auch über gemeinsame Dinge überlegen und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Der heutige Morgen, fingers crossed, war auf jeden Fall schon mal ein voller Erfolg. Und ich bin jetzt gerade dabei, den Vlog zu schneiden, der morgen online kommt. Ich bin heute übrigens richtig überfordert, weil ich so fit bin. Und ich bin es aktuell gar nicht gewohnt, so fit zu sein. Wir hatten nämlich eine fantastische Nacht. Ganz oft, das ist eines der ersten Dinge, die einem alle sagen, rede da nicht drüber, was gut läuft und so weiter. Aber mir hat jemand geschrieben und das fand ich eigentlich sehr gut. Auch wir erwachsene Menschen haben mal gute und mal schlechte Tage und genauso ist das auch bei Babys und bei Kindern und da kann man dann auch ruhig drüber reden. Man kann ruhig sagen, heute lief was gut und am nächsten Tag läuft es halt nicht gut. Das macht ja auch nichts. Ich bin mir auch sehr bewusst, dass die Nächte ab sofort höchstwahrscheinlich nicht immer so sein werden und genieße das jetzt einfach, dass ich heute frisch und munter bin. Ich konnte nämlich in einer Schlafperiode 4,5 Stunden am Stück schlafen. Keine Ahnung, wie das bei anderen Babys so ist, aber bei unserem ist das lang. Ansonsten bin ich eigentlich spätestens alle 2 Stunden am Stillen nachts, tagsüber sowieso. Ja, ich bin früh ins Bett gegangen, also um 9:30 sind bei mir auch die Lichter ausgegangen. Und da lag er aber schon einige Stunden und hat geschlafen. Und dann konnte ich tatsächlich bis 2 schlafen und erst dann ist er aufgewacht und ich somit auch. Und in der nächsten Schlafphase durfte ich wieder 3 Stunden schlafen. Also dann hatte ich um 5 hatte ich mir schon 7,5 Stunden Schlaf eingetütet. Das war sehr fantastisch. Und dann haben wir sogar nochmal 2 Stunden geschlafen. Ja, also ich bin heute gut erholt. Ich sage euch, wenn man es eigentlich gewohnt ist, alle 2 Stunden zu stillen, dann ist das schon fast eine mittelschwere Katastrophe, wenn eine Brust mal so 9 Stunden lang nicht beansprucht wird. Aber wir haben das alles gut hingekriegt. Ja, also mal gucken, ob das jetzt so bleibt oder wie es dann heute Nacht wieder wird. Hallo, auch von mir. Wir sitzen gemeinsam jetzt hier oben. Marie ist am Laptop. Und wir gehen gemeinsam nochmal so die Geburt durch, denn Marie dreht, weiß nicht, morgen, übermorgen, den... Eigentlich morgen. Morgen, den Geburtsbericht. Und finally. Ich gebe so meinen Input noch so ein bisschen dazu, weil ich mich teilweise an mehr Sachen noch erinnern kann als an Marie. Nicht nur teilweise. Für mich ist es so in so einem Nebel verschwunden, alles so eine bunte Mesh irgendwie von, ja, und dann war ich ein bisschen da und ein bisschen da und dann so und dann war er da. Und so war es halt nicht. Und Alex hat das noch ein bisschen besser auf dem Schirm, was wir gemacht haben oder ich oder wie auch immer. Aber die Hebamme hat gemeint, das ist ein gutes Zeichen. Also dann war die Geburt scheinbar gut für dich auch so psychisch, ja. Weil sonst würdest du es nicht wieder so vergessen. Wir sind hier gerade in der Küche zugange. Alex macht ein kleines Pre-Getränk, denn wir haben Besuch von Alex' Eltern. Ja. Und die Großeltern machen gerade Kinderbespaßung. So süß. Einfach so richtig, richtig goldig. Das ist praktisch, das kann man schon üben. Dass wir ihn dann irgendwann mal abends abgeben. Ja. Ein gemeinsames Date mal wieder zu haben. Ein gemeinsames Date zu haben. Sobald er nicht mehr ganz so abhängig ist von mir, kann man das direkt mal in Anspruch nehmen, gell?
Naja, auf jeden Fall. Ich mag Gin Tonic, alkoholfrei und nicht alkoholfrei. Hast du den Gin hier schon irgendwo? Ich habe nämlich gesehen, auf Instagram haben wir, ja, den auch, aber vor allem den alkoholfreien, haben mir viele nämlich geschrieben, was wir da für einen haben. Ich zeige euch den mal. Und zwar ist das der hier. Sieht man auch, wie viel noch drin ist. Oh, ihr seht, den haben wir schon ein bisschen getrunken. Finde ich eigentlich ganz lecker. Der ist aber schon so ein bisschen würzig oder bitter. Naja, das liegt wahrscheinlich auch im Tonic. Und den hier hat Alex zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da gibt es nachher einen tollen Effekt. Das ist der Magic Gin, falls ihr den kennt. Das ist ein blauer Gin nämlich. Und vor allem, wenn ich jetzt Zauberei mache, dann wird es richtig cool. Jetzt beobachtet den richtig. Nee. Ingmar ist auch bereit. Guck drauf. Magic. Wow. Unser Alkoholfreier kann leider nicht so was Schönes. Es ist jetzt kurz nach sechs. Ich habe mir gerade hier ein Feuer gemacht. Und ich werde mich jetzt da hinten hinsetzen mit meinem Laptop. Tee trinken und ein bisschen was arbeiten. Marie schläft noch mit dem Kleinen. Ich hoffe, sie schläft. Ich bin jetzt gerade wieder bei der ersten morgendlichen Stillung, würde ich mal sagen, aufgestanden, so um 5.30 Uhr, 5.45 Uhr, also ich bin um 6 genau aufgestanden, aber so ab 5.30 Uhr, 5.45 Uhr war ich dann wach und das klappt eigentlich aktuell ganz gut. Also der Kleine möchte irgendwie wie nach der Uhr die Milch morgens und dann brauche ich gar keinen Wecker stellen und es wird jetzt auch nichts bringen, wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde liegen bleibe. Genau, deshalb war ich jetzt ein bisschen hier working. Willkommen im Irrenhaus. Ich versuche gerade anzufangen, mein Video zu drehen. Erst schreit das Baby, dann haben wir es gestillt, also ich. Aufgebaut, dann kam die Sonne raus, dann hat es mir nicht mehr gepasst, dann anders, jetzt ist die Sonne wieder weg, jetzt ist mein Platz besetzt. Die Katzen rennen die ganze Zeit rum. Als nächstes geht irgendein Akku leer. Oder ich werde angerufen und irgendwas Wichtiges. 62%, das reicht noch, das schaffen wir noch. Ich habe vorhin mal 80. Okay, so, Mille. Ich möchte jetzt hier meinen Geburtstag. Nee, den kannst du ja einfach mal runter schuppen. Schieben. Drücken. So, sieht das doch jetzt ziemlich gut aus. Perfekt. Schauen wir mal. Wie lange? Ja, ganz leicht läuft White Noise da hinten. Aber das hört man, glaube ich, im Mikrofon nicht. Die Baustelle hier draußen ist lauter als das White Noise. Also von dem her. Okay, Kamera läuft. Maria hat das Video gedreht und sichert die Daten und ist jetzt noch unten ein bisschen im Büro. Ich habe ihn mir jetzt in die Trage geschnappt. Er ist ruhig. Finally. Und wir laufen jetzt zusammen zum Falafelmann und holen was zu essen für uns alle. Ja, Spaziergang tut uns gut, tut ihm gut. Los geht's. 13.30 Uhr. Gestern hat das Arbeiten richtig gut geklappt und heute ist alles zeitlich ein kleines bisschen verschoben. Aber das macht ja nichts. Während die beiden jetzt noch unterwegs sind, bin ich schon mal hier oben. Hab jetzt, wie gesagt, unten noch ein bisschen was machen können. Ey, man wird so schnell. Ich dachte ja vorher nicht, dass ich so schnell sein kann. Ich kann sehr schnell sein, habe ich festgestellt. Was ja ganz schön ist. Ich weiß nicht, das mit diesem Weckerstellen und sowas, das hat für mich immer nicht so gut geklappt. Aber jetzt so mit Baby, wenn ich so weiß, okay, ich habe dann auch wirklich nicht länger. Es ist nicht so wie mit Wecker, dass man einfach sagen kann, oh, egal, kann ja trotzdem noch ein bisschen weiter irgendwas machen. Sondern so, dass man einfach weiß, okay, also wenn die Zeit um ist, dann ist die Zeit halt einfach um. Ja, da bin ich sehr produktiv. Ich konnte jetzt noch ein bisschen ein paar E-Mails machen. Und das kann ich aber dann halt auch nachher noch von hier oben machen. Und ansonsten habe ich einen Post vorbereitet und die Daten gesichert und das Video gedreht. Das ist eigentlich eine ganz gute Bilanz. So viel hatte ich vorher um 13.30 Uhr meist noch nicht geschafft. Jetzt räume ich hier gerade noch so ein paar Sachen weg, die von Hand gespült wurden. Wir haben von meiner Mama zu Weihnachten jeder so einen Becher bekommen. Und eigentlich haben wir jeder Thermos
Gefäße oder wie sagt man? Aber das ist eher so ein Zuhausebecher in meinen Augen, weil das jetzt natürlich nicht komplett auslaufsicher ist. Da ist ja hier dieses Loch. Aber ich finde, das ist ein wundervolles Eltern-Gadget. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich jetzt auch zum Team kalter Tee gehöre, weil man dann irgendwo eine Tasse hat und dann lässt man die stehen und dann hat man keine Hand mehr frei und dann, ja, bis man dann wieder dran denkt, ist der Tee kalt. Und deswegen versuche ich jetzt eigentlich meinen Tee nur noch hier draus zu trinken, weil der da echt warm drin bleibt. Aber ich das eben trotzdem, das hat er trotzdem so Tassengröße und ich habe nicht direkt so eine Thermoskanne irgendwie dabei. Ich habe noch so einen anderen Becher, den hat mir Alex letztes Jahr geschenkt, glaube ich. Ich versuche ihn gerade mal zu finden. Wo ist er denn? Hier, der ist auch top. Allerdings, also das ist so der Becher an sich und dann hat er so einen fancy Deckel. Und der ist halt, den kann man auch so sichern. Contigo nennt sich diese Marke. Auf Empfehlung hin meiner lieben Freundin Jackie gekauft. Oder mir gewünscht, besser gesagt. Und der ist für mich aber wirklich so ideal zum Mitnehmen, eben weil er so auslaufsicher ist, da passt nochmal ein bisschen mehr rein. Und da drin bleiben die Getränke aber wirklich super, super heiß. Deswegen kann ich da draus dann immer erst deutlich später trinken und bin deswegen so großer Fan von diesem Becher, weil der eben dieses Loch da hat und dann auch so leicht abkühlt und man hier draus auch richtig gut schlürfen kann. Also tatsächlich verbrennt man sich nicht den Mund. Ist ja auch nicht gerade unwichtig. Ich kann euch allerdings nicht sagen, woher meine Mama die hat, weil da keinerlei Branding oder sowas drauf ist. Vielleicht weiß das ja jemand. Die sind aus so ja, Thermoskannenmaterial, was ist das? Alu? Keine Ahnung. Und was genau ist eigentlich das hier unten? Das habe ich mich schon gefragt. Falls ihr das wisst, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Komm, mach ich die Kamera aus. Ist Alex auch schon da mit dem Mittagessen? Mhm. Noms. Guten Appetit. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Bauen. Und zwar mache ich ein Regal. Ich baue zwei Regale. Eins komplett aus Holz, das kommt hier hin. Und ein anderes, das hatte ich weiß nicht, ob ich es im Blog schon gezeigt habe oder nur auf Instagram, so Metallleisten, die kommen an die Wand mit so Metallarmen raus und da kommt eine Holzleiste drauf, ein Holzbrett drauf. Und das kommt bei uns ins Schlafzimmer, das ist dann das Regal für den Kleinen, da kommen ein paar Sachen rein. Und ich baue das gleiche nochmal nach, komplett aus Holz, das heißt die Leisten auch noch aus Holz. Kommt beides in einem Video, das kommt nächste Woche, jetzt nicht jetzt am Samstag, weil da kommt Maries Video und wir haben gedacht, also davor, vor Kind, die andere Zeitrechnung noch, haben wir jeden Samstag quasi auf unserem Kanal ein Video hochgeladen und jetzt ist es immer auf jedem Kanal halt zwei Wochen und dann wechseln wir uns ab und dann kommt jeden Samstag ein Video, einmal halt eins auf Maries Kanal und einmal auf meinem. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit und so ist es halt die Hälfte eigentlich zu tun, was zumindest mal die YouTube-Videos angeht. Genau, das ist das Multiplex-Holz. Das werde ich jetzt mal zusägen und filmen. Ich habe hier meine Kamera. Nee, da ist keine Kamera drin. Hier liegt die Kamera, die kommt gleich wieder da rein. Und dann drehe ich das. Bevor es dunkel wird, machen wir zwei noch einen kleinen Spaziergang mit Mütze, Wollwalk-Anzügchen in dieser Trage. Er ist schon so groß geworden. Mittlerweile ist die Trage richtig gut und er guckt da oben schon richtig raus. Crazy, wie schnell das irgendwie geht. Ja, ich packe mir Kopfhörer auf die Ohren, höre vielleicht ein bisschen Hörbuch oder so und will einfach auch noch ein bisschen an die frische Luft. Ich muss euch sagen, ich kann diese Couch-Ecke langsam nicht mehr sehen. Da habe ich jetzt die letzten Wochen einfach so mega viel Zeit verbracht. Ich brauche da noch so einen kleinen Ausgleich. Pflanzen sind alle gegossen und ich habe auch schon angefangen, heute Morgen den Vlog zu schneiden. Den werden wir jetzt dann auch bald fertig machen. Und ich habe heute Morgen eine Instagram-Story auch gemacht über Corona, wie es mir so geht oder uns.
Vor allem bei mir ist es so, dass ich immer noch so diese Abgeschlagenheit ein bisschen habe. So Muskel, nicht Muskelschmerzen, aber es fühlt sich einfach so schwere Muskeln und ich fühle mich einfach noch nicht so gut. Und genau vor einer Woche war ich eine Runde joggen. Das kann man fast nicht joggen nennen, weil ich echt super gemütlich gelaufen bin und ich war schon regelmäßig joggen und ich bin auch relativ zügig eigentlich immer unterwegs beim Joggen und da bin ich wirklich so richtig gemütlich gelaufen, weil ich wusste, okay, Virusinfektion muss man so ein bisschen vorsichtig sein und ich habe mich aber eigentlich wieder einigermaßen gut gefühlt, war halt nur so ein bisschen schlapp noch, aber dann habe ich gedacht, vielleicht tut mir das auch gut, habe das gemacht und dann wurde es jetzt wieder ein bisschen schlechter und ich bin wieder mehr kaputt einfach und schwere Muskeln und dann habe ich das mal auf Instagram gefragt und so viele haben geschrieben, dass es ihnen exakt gleich geht, dass es Monate angehalten hat, bei manchen war es echt über ein Jahr oder nach über einem Jahr haben sie immer noch Symptome quasi, so Long-Covid-Symptome und ich habe gedacht, ich teile das einfach mal mit euch, weil mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich nicht irgendwie alleine bin. Also ich habe schon von Long-Covid gehört, ich will jetzt überhaupt nicht von Long-Covid bei mir sprechen, weil es ist jetzt 4 Wochen her, aber trotzdem macht man sich dann ja so Gedanken, weil man kennt halt so Erkältungen oder auch mal stärkere Erkältungen, wo man schon mal eine Woche platt liegt und dann kann man aber relativ zügig danach wieder anfangen, aber halt so eine Virusinfektion ist halt dann doch irgendwie anscheinend was anderes. Da haben mir auch ganz viele geschrieben, dass das denen ihre Ärzte gesagt haben, dass das halt einfach was anderes ist, eine Virusinfektion, dass es länger dauert. Und mir wurde empfohlen, auf jeden Fall zu einem Check-up vielleicht zu gehen, bevor ich wieder Sport mache, also dass man einfach mal guckt, ob alles passt. Und ansonsten hilft nur ausruhen, wenig, also langsame Bewegung, keine Bewegung ist ganz schlecht, also deshalb Spaziergänge, wenn das geht und frische Luft und Ingwertee soll gut sein. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Stretching und Yoga oder sowas anstatt Sport. Einfach irgendwas, dass man halt natürlich in Bewegung ist. Ja, jetzt mal gucken. Man darf sich da natürlich auch nicht zu viele Gedanken machen, weil die Psyche mischt da wahrscheinlich auch ein bisschen mit. Deshalb, ja, ich wollte es einfach nur geteilt haben. Vielleicht geht es euch ja auch so. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Besserung. Ich werde euch so ein bisschen updaten, wie es mir in Zukunft geht und so. Aber ich will mich auch gar nicht beschweren, weil ich kann eigentlich alles machen, außer halt natürlich irgendwie Sport. Aber es ist halt irgendwie so ein nerviges Gefühl, wenn man so denkt, oh Mann, irgendwie fühlst du dich halt nicht so richtig fit und würdest gerne jetzt richtig loslegen. So, ich bin jetzt wieder hier unten und werde schon mal kurz anfangen, mein Video zu schneiden. Hab aber laut unserem Plan offiziell, glaube ich, jetzt so ja, knappe 1,5 Stunden. Hab das Baby gerade noch mal gestillt und Alex schuckelt ihn jetzt ein bisschen in den Schlaf. Gestern ging außerdem der erste Vlog von unserer neuen Arbeitsroutine oder wie auch immer oder wo wir die so geplant haben online. Und ich habe ein bisschen Kommentare durchgelesen und muss sagen, ich störe mich so ein kleines bisschen an diesem ich möchte mich ja nicht einmischen, aber Ding. Und ich glaube, ich muss mich noch dran gewöhnen, jetzt in diesem Elternuniversum angekommen zu sein, indem man für Entscheidungen, die man so für die eigene kleine Familie trifft, be- und verurteilt wird. Natürlich hat man als Eltern immer das Gefühl, so wie wir das machen, so ist das am besten und so sollten das alle anderen auch machen. Not gonna lie, natürlich geht es uns auch so, dass wir halt einfach festgestellt haben, okay, das und das funktioniert richtig gut und dann hat man ganz schnell das Bedürfnis, anderen diesen Tipp auch zu geben. Ich merke das so im Austausch mit meiner Schwester. Dann schreibt sie mir was und dann schreibe ich ihr wieder was, aber dadurch, dass wir Schwestern sind, ist das halt so, können wir das einordnen, wie die andere das jetzt meint und dass das eher so ein, ey, guck mal, wir haben das ausprobiert, das hat gut funktioniert, vielleicht wollt ihr das ja auch mal testen, mäßiges Ding ist. Aber online ist das halt so ein bisschen schwierig. Jetzt gerade, wenn ich die Kommentare lese, ich kenne die Menschen ja nicht, die das geschrieben haben. Und gerade, wenn man jetzt auch nicht weiß, mit welcher Intention und wie das so rüberkommen soll, dann ist das manchmal so ein... Ja, das ist einfach eine schwierige Sache. Ich finde irgendwie, dass man da nicht... urteilen kann, wie andere Eltern bestimmte Dinge machen, wenn die nicht so im ganz, ganz großen Kreis sind und vielleicht auch schon signalisiert haben, dass sie über Tipps dankbar wären. Also bei uns ging es ja jetzt ganz konkret um das Thema Arbeiten, dass ich wieder so ein bisschen arbeite, also ein Video gedreht habe oder das jetzt schneiden werde oder wie auch immer, also dass wir uns die Tage so eingeteilt haben.
Und ich habe erzählt, dass ich die Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen habe. Und das sind original 3 Stunden von wir fangen an zu frühstücken bis wir fangen an zum Mittag zu essen oder Mittagessen zu machen, weil wir uns um 10 zum Frühstücken treffen. Wir sind ja beide schon vorher wach, aber so haben wir das vorher auch gemacht und das funktioniert irgendwie so aktuell ganz gut und hat es davor eben auch. Das heißt aber, wenn wir jetzt mal sagen, eine Stunde ist mit Frühstück hinrichten, Frühstück wieder aufräumen, den Kleinen nochmal stillen, wie auch immer, dann habe ich vielleicht noch 2 Stunden und dann könnte es gut sein, dass ich zwischendrin nochmal stille, je nachdem, wie so das Bedürfnis ist. Das heißt, vielleicht sind es auch noch 1,5 Stunden. Und unser Baby ist ja jetzt erst 6 Wochen alt. Die machen außer Essen, mal ganz kurz diesen bunten Elefanten angucken und schlafen nicht so viel. Und ich muss natürlich auch nicht daneben sitzen und ihn angucken, wenn er schläft, zumal Alex ja auch zu Hause ist. Sondern dann kann ich einfach eine Etage runtergehen. Ist jetzt auch nicht so, als wäre ich in ein anderes Büro, in eine andere Stadt gefahren und bin so komplett den ganzen Tag außer Reichweite. Und selbst wenn Eltern diese Entscheidung treffen, dann ist das okay. Dann hat einen das nicht zu interessieren, solange man nicht selber das Baby ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und wir haben halt einfach uns die Gedanken so gemacht. Und ich kann jetzt eben diese 1,5 Stunden, die ich jetzt heute noch habe, nutzen, um an meinem Video zum Beispiel ein bisschen zu schneiden. Und ich weiß, dass, wie gesagt, viele es nur gut meinen und ihre Erfahrungen weitergeben wollen oder vielleicht selber gemerkt haben, wie schnell die Zeit vergeht. Und ich weiß, dass die Zeit schnell vergeht. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen schon gemerkt und ja auch sonst im restlichen Leben hat man ja gemerkt oder merkt man, dass die Zeit schnell vergeht und dann denkt man so, oh Gott, das war doch gerade erst und jetzt ist es schon wieder so lange her und so weiter. Ja, aber gleichzeitig muss man auch gucken, dass man sich, ja, weiß ich nicht, Entscheidungen trifft, die für einen selber passen. Oh Gott, ich drehe mich einfach nur im Kreis. Ich wollte das irgendwie nur gesagt haben. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich noch öfter beschäftigen muss. Aber ich möchte auch sehr gerne alle da draußen bestärken, sich eben nicht reinreden zu lassen. Weil das findet ja nicht nur online statt, sondern das hat man auch im Familien- und Freundeskreis, dass einem dann da irgendeine Oma vorwirft. Was? Wie kannst du nur? Ich bin früher nur zu Hause geblieben. Das war auch eines der ersten Dinge, die meine Oma gefragt hat. Bist jetzt aber nicht mehr berufstätig, oder? Nee. Also weil das halt früher einfach ganz anders war und wenn ihr Entscheidungen für euch und eure Familie trefft und das für alle Parteien fein ist, dann ist das gut. Denn ihr seid die besten Eltern für eure Kinder und wir sind die besten Eltern für unseren Sohn. Ja, und das muss man sich vielleicht immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich habe gerade noch einen Spaziergang gemacht, das schöne Wetter genossen. Ja, und das war's mit dem Vlog, oder? Genau, richtig. Yes, wir hoffen, er hat euch gefallen. Ja, wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Dienstag, wie gewohnt. Im besten Fall, außer es kommt etwas Unvorhergesehenes dazwischen. Genau, das weiß man ja das nie. Genau, macht es gut. Tschüss, schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Richtig.